Prequels und Sequels sind schwierig. Bei Prequels wissen wir meist, wo sie enden werden. Und genau wie viele Sequels versuchen sie oft Dinge zu erklären, die keine Erklärung gebraucht haben. Manchmal kann das ganz lustig sein und es schadet nicht zu wissen, dass Dumbledore schwul ist, weil es die Handlung, die wir kennen, nicht verändert. Andere Enthüllungen entzaubern Dinge, die den eigentlichen Reiz des Originals ausgemacht haben. Alien Covenant läuft jetzt in den Kinos und sieht sich einem sehr geteilten Echo gegenüber. Der Film ist ja ein Sequel zu Prometheus und ein Prequel zu Alien und steht damit quasi schon von Anfang an zwischen den Stühlen. Denn schöne Bilder und Michael Fassbenders schauspielerische Leistung wiegen nicht ganz das schwache Drehbuch auf. Und vor allem wird wieder mal etwas über die Aliens enthüllt, was wir vielleicht lieber nicht gewusst hätten. Wir nehmen das zum Anlass für eine Top 5 der Dinge, die wir lieber nicht gewusst hätten. Bond-Filme waren ja immer ihr eigenes Genre, das nie versuchte, besonders komplexe Stories zu erzählen, sondern auf Tempo, Witz, Action und Spaß setzten. Seit Daniel Craig änderte sich das und Bond wurde eher zu einem Jack Bauer-Klon, was bedeutete, dass die Filme nicht mehr für sich standen, sondern versucht wurde, eine zusammenhängende Story zu erzählen. Statt in jedem Film 1 bis 3 neue Blondinen kennen und lieben zu lernen, jammerte Bond nun ewig seiner Vespa Lind hinterher und hatte generell oft schlechte Laune. Das kann man jetzt mögen oder nicht, aber worauf wir wirklich hätten verzichten können, war der Versuch eines großen Schlusstwists in Spectre. Wenn Blofeld am Ende sagt, er wäre der Autor aller bösen Dinge, die Bond in den Filmen davor passiert sind, ist das wohl das mieseste Retconning seit langem. Mads Mikkelsen, der Typ aus Quantentoast und Javier Bardem waren quasi nur Hiwis von Blofeld? Ja, genau. Spectre versaut damit nicht nur sich, sondern auch die besseren Filme vorher und landet damit auf Platz Nummer 5. Hannibal Lecter ist der Psychoserienkiller schlechthin. Als wir ihn in Das Schweigen der Lämmer richtig kennenlernten nach seinem Gastauftritt in Blutmond, war er eingesperrt. Diabolisch und verführerisch schaffte er es trotzdem, die Menschen in seinem Umfeld zu manipulieren. Und der Nervenkitzel bestand darin, diesen hochintelligenten Killer in seiner Zelle zu sehen, zu erfahren, was für grauenhafte Dinge er getan hatte und sich davor zu fürchten, zu was er imstande wäre, wenn er wieder rauskommt. Lecter lebte davon, dass wir wenig über ihn wussten und uns fürchteten vor dem, was passieren könnte. Doch wie das Monster unter dem Bett, das wir uns nur vorstellen, aber nie sehen, verliert er an Grauen, je mehr wir erfahren. In Hannibal Rising bekamen wir seine Kindheit erzählt, bekamen pseudopsychologische Erklärungen dafür, warum er zum Psycho wurde, warum er gerne Menschenfleisch isst und er kriegt sogar noch seine legendäre Maske verpasst. Was natürlich keinen Sinn macht, weil die im ersten Film nur ein Schutz des Gefängnisses war, damit er keine Leute beißt. Wurde Hannibal dadurch gruseliger, dass wir wissen, dass er ein creepiges Kind war und unschöne Dinge erlebt hat? Wollt ihr von eurem Monster unter dem Bett wissen, dass es einen harten Tag hatte und leicht erkältet ist? Eben. Wir lieben den Terminator. James Cameron schuf mit Teil 1 und Teil 2 Meisterwerke des Sci-Fi-Action-Genres und revolutionierte obendrein mit Teil 2 die Tricktechnik. Bis heute sind die Action-Szenen, die Musik und das Timing fantastisch und zu Recht anerkannte Klassiker. Dass die weiteren Sequels schlimmer wurden und die Kernaussage von Teil 2, nämlich die Zukunft ist nicht festgelegt, bei Teil 3 mal einfach über den Haufen geworfen wurde, war schlimm genug, aber nichts gegen Teil 5. Der sagt uns nämlich, Teil 1 und Teil 2 hat es nie gegeben. Er ersetzte mal eben komplett alles, was wir wussten, durch eine konfuse eigene Story. Ach ja, und John Connor, der Junge, um den wir gezittert haben und der dem T-800 beibrachte, menschlich zu sein, er ist auch ein böser T-3000. Und what the fuck? Das sind wirklich Dinge, die wir niemals wissen wollten und deswegen tun wir auch so, als wäre Terminator Genisys nie passiert. Als wir Star Wars ursprünglich entdeckten, waren wir gefangen vom märchenhaften Zauber einer futuristischen Welt. Die Jedi beherrschten mystische Kräfte, das Imperium war das personifizierte militärische Böse, Darth Vader war der toughste und mächtigste Schurke des Universums und wir waren ernsthaft geschockt, als wir in Episode 5 erfuhren, dass er Lukes Vater nicht ermordet hat, sondern dass er Anakin Skywalker ist. Heutzutage sieht das Ganze natürlich dank der Prequels anders aus. Statt Ritter, Prinzessin und mutigen Rebellen gab es langweilige Bürokratie, Handelsblockaden und halbherzige, sehr umständliche Intrigen. Und als wenn das die magische Stimmung der Originale noch nicht genug beschädigt hätte, verrieten die Prequels, die Macht redet mit kleinen Viechern im Blut namens Midi-Chlorianer. Anakin Skywalker war kein ehrenwerter mächtiger Jedi-Meister wie Obi-Wan, sondern ein quengeliges Kind und ein sehr dummer Teenager. Der Imperator hat die Republik und die Jedi ausgetrickst, weil diese einfach sehr blöde waren. Und natürlich wissen wir, wenn wir die Filme in Reihenfolge 1 bis 6 gucken, dass Vader Lukes Vater ist, was die Enthüllung in Das Imperium schlägt zurück völlig zunichte macht. Danke nochmal dafür. Es fällt schwer, einen Film mit Michael Fassbender zu hassen, der auch hier mal wieder fantastisch spielt. Und obendrein sieht Prometheus einfach unglaublich gut aus. Wenige Science-Fiction-Filme der letzten Jahre schaffen es, einen so eleganten, stimmungsvollen Look abzuliefern.
wäre da nicht die Story und die Enthüllung des Films. Denn ein Reiz des Original-Alien waren ja immer die vielen Dinge, die nur angedeutet wurden. Ein fremder Planet, auf dem ein außerirdisches Raumschiff notgelandet war, mit einem bizarr aussehenden Skelett einer fremden Rasse an Bord. Dann die Entdeckung des Alien selbst und dessen bizarre Transformationen. Jahrzehntelang spekulierten Fans, wie wohl die Geschichte des Space Jockeys aussähe, von welchem Planeten er stammt und wie er sich das Alien eingefangen hat, das ihn schließlich tötete und die Eier in seinem Schiff zurückließ. Dann kam Prometheus und verriet uns, der total fremdartig aussehende Space Jockey war in Wirklichkeit ein meisterpropper Bodybuilder und das exotische Aussehen war nur ein Raumanzug. Das war ungefähr so cool, wie statt King Kong nur Andy Serkis im Motion-Capture-Anzug herumhüpfen zu sehen. Ein extrem originelles, fremdartiges Design, ersetzt durch gewöhnliche menschenähnliche Wesen. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, wurde auch prompt alles Geheimnisvolle der Alien-Rasse entmystifiziert. Hatten die vorherigen Filme immer versucht, nur Kleinigkeiten zu ergänzen, zu enthüllen, dass es eine Alien Queen gibt und sowas wie Drohnen, wischte Prometheus alles vom Tisch und sagte, Aliens sind gar keine eigene Rasse, sie haben keinen Heimatplaneten und keine Kultur, sie sind einfach ein Biowaffenexperiment, das schiefgegangen ist. Na, danke auch. Natürlich gibt es noch vieles mehr. Wollten wir wissen, wer die Mörder in Scream 1 gesteuert hat? Wollten wir wirklich mehr über die Matrix-Welt erfahren? Und war es nötig zu wissen, dass der Highlander eigentlich ein Alien ist? Was waren die schlimmsten Dinge, die ihr nie über Filme wissen wolltet? Schreibt es in die Kommentare. Und jetzt guckt ihr weiter unsere Top 5 zu Star Wars Episode 8 Vorhersagen oder die Top 5 der Top-Listen.